So, und jetzt tauchen wir hier mal ein bisschen. Ich mag tauchen nicht, deswegen. Jetzt habe ich einen kleinen Bug. So, das passiert halt auch manchmal. Dass man einfach mal so einen kleinen Bug hat, dass man kurz mal nicht steuern kann, aber macht's nix. Ist nicht so da nicht schlimm. Solange man oft speichert. Das heißt, die Quest haben wir auch erledigt. Dann gehen wir zu Homer zurück oder Noma. Ich weiß nicht, ob das ein H oder ein N sein soll. Der hier beim Damm war. Zwei Ihmchen hier. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. So, so viel zu ihm. Kurz heilen. Ich glaube, ich stehe dem Typen gerade so ein bisschen im Weg. Ich guck mir ja schön beim Essen zu. So, nochmal speichern. Jetzt kann ich euch einen kleinen Trick zeigen. Wenn man keinen Fallschaden bekommt, man springt einfach runter und blockt einfach die ganze Zeit. Mieser Trick. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Gute Frage. Ich werde drüber nachdenken. So, denn bei ihm kann man einen Stärkepunkt für umsonst bekommen. Dieser Typ da, ne? Ich weiß nicht, ob ich da schon stark genug für bin. Ich lasse das noch einmal. Da könnte ich mir zwar nochmal 200 DP abholen für eine Quest oder ich glaube nur 100, keine Ahnung. Aber danach ist doof. Deswegen lasse ich das nochmal kurz ein bisschen. Ich werde jetzt, denke ich mal, zurück ins alte Lager rennen. Lass uns lieber über was anderes reden. Versuchen quasi das Level Up noch zu packen, wenn ich hier irgendwelche Viecher noch finde. Und dann mal weiterschauen. Ich werde dann versuchen, die Arena zu machen. Sollte mittlerweile machbar sein. Ich hätte allerdings ganz gerne noch 50 Stärke, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich... Ich müsste einen Umweg laufen, wenn ich jetzt das Level Up noch schaffen will, weil in der Nähe sind nämlich keine Viecher mehr, die sind ja alle tot. Doch, ein paar Viecher könnten hier noch in der Nähe sein. Also, in Klammern Nähe, das ist natürlich auch schon wieder ein bisschen weiter weg. Ich will jetzt auch nochmal mit den Leuten hier reden, die auf dem Weg waren. So mit ihm hier zum Beispiel.
Die man auch ganz einfach ausnehmen kann. Der hat da absolut gar kein Problem mit. Muss ich das ganze Zeug nehmen. Ja. Das ist dem Jungen total egal. Dann trinkt man mal einen Schluck. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ja, halt leider keine Lernpunkte, ansonsten würde ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Wenn man sagen muss, dass es schon ziemlich teuer ist, aber es kostet halt keine Lernpunkte, deswegen ist das eigentlich recht nice. Werden wir auf jeden Fall nur lernen. Ich werde überlegen, wo die Viecher am nächsten sind. Siehst bei den Lurkern ist halt so das Problem. Ich kann die zwar packen, aber ich finde es halt absolut nervig, dass die so doof nach hinten ausweichen und man trifft sie dann nicht, obwohl man eigentlich doch getroffen hat und da ist irgendwie doof gelöst. Fleischwanze! Kavalorn. Nicht jetzt. Okay. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Zeig mir deine Ware. Er hat auch nochmal Erz. Er hat schon die ersten paar Bögen, die mich aber wie gesagt ja nicht so interessieren. Aber sein Erz interessiert mich. Das sind 200. Den ganzen Kram brauchen wir nicht. Die beiden Klingen werde ich irgendwann nochmal schmieden. Oder besser gesagt schleifen, sind ja nur noch Klingen. Es fehlt genau einer. Habe ich zufälligerweise einen Pfeil dabei? Ja, habe ich. So. Danke dafür. Und hinter seiner Hütte sind noch ein paar Viecher eigentlich, aber irgendwie doch nicht. Eigentlich müssten hier Mollrats sein. Hm. Vielleicht hat er die irgendwann mal platt gemacht. Schade. Das nehmen wir natürlich auch mit. Den Apfel da nehmen wir uns auch nochmal und den hier auch. So. Ich will überlegen, wo ich nochmal Viecher abfarmen kann. Es fehlt uns ja echt nicht mehr viel. Die paar XP-Punkte da. Wir können die Liste bei Diego noch abgeben, dann müssten wir einiges an EP bekommen. Dann das wird für ein Level abreichen. Das will ich auch mal direkt machen. Dann werde ich nochmal 5 Stärke lernen, schätze ich. Ja, nee, ich mach alles in Stärke rein. Ich kacke jetzt einfach noch mal eine Weile auf das Ausnehmen von Viechern. Dazu dürften wir auch noch EP von Taurus bekommen. Ich laber zuerst mal mit ihm. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. War doch klar, dass das Ärger zu tun habe. So. Das hätten wir auch. Hallo Diego. Ich hab die Liste von Ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. So, dann werde ich jetzt nochmal stärker. Kannst du mir was beibringen? Komm bald. So, das hätten wir. Mach's gut. Damit sind wir bei 50 Stärke. Das ist schon recht ordentlich. Und dann werde ich jetzt mal auch den Arena-Kampf angehen.
dort hinten. Das ist wirklich nicht mein. Dann würde ich jetzt nochmal speichern. Auf der 9. Und mit Kirgo labern. Wo ein schöner Balken ihn verdeckt. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Bist du gut? Im Kämpfen? Wenn du meinst. Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, deswegen habe ich auch die Rüstung geholt. Und noch das Amulett behalten. Einfach nur, um ein bisschen mehr auszuhalten. Wahrscheinlich hast du recht. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Mal weg! Langweiliger Kampf. Ich werde den Kampf so lange machen, bis ich ihn gewonnen habe. Dovis mit seinem Schwert hat eine höhere Reichweite als ich. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Waffe. Mal. Ist gut. Ah, Mann. Das ist das Doofe, dass der Held sich noch nicht mitdreht. Im zweiten Teil ist das anders. Aber trotzdem machbar. So. Dann. Nein, hör auf. Oh, warum macht er denn sowas? Wenn er das nicht machen würde, wäre das alles gar kein Problem. Nur mitdrehen ist halt immer so eine doofe Sache. So. Waffe weg! Mal sehen! Langweiliger Kampf! Oh, der hat eine viel höhere Rage als ich, das ist total doof. Ich mach den Typen noch fertig. So! Wieso kann ich nicht blocken? Langweiliger Kampf! Der haut halt einfach den Schlag rein, während ich schlage und er eigentlich betäubt sein sollte für diese paar Millisekunden. Doof. Ich suche gerade ganz viele Ausreden. So. Ich kann schon wieder nicht blocken. Langweiliger Kampf. Mann, das ist total dämlich. Wieso kann ich hier nicht blocken? Was soll denn das? So. Waffe weg. Langweiliger Kampf. Der macht halt so 2 Schläge. Ich hasse es. In Gothic 2 geht das irgendwie viel besser von der Hand. Lass uns lieber über was anderes reden. So. Waffe weg. Langweiliger Kampf. Versuch das nicht nochmal. Ist klar. Sie hätte auch instant zuschlagen, darf und ich nicht. Aber manchmal kann ich irgendwie nicht blocken, das ist total dämlich. So.
Waffe weg. Mal sehen, wer da kämpft. Langweiliger Kampf. Jetzt hat er den anvisiert. Ich mach das so lange, bis ich den Kampf gewonnen hab, klar. So. Waffe weg. Mal sehen, wer da kämpft. Das war gut. Sehr schön. Diesmal ohne Treffer. Oh Gott, so doof. Was hat der für eine Waffe dabei gehabt? Eine ziemlich blöde. Kann ja nicht so schwer sein. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Lass mich mal vorbei. Ja, ich könnte jetzt noch gegen Ihnchen hier kämpfen. Das werde ich auch machen. Allerdings werde ich den Kampf verlieren. Deswegen lasse ich mal mein Erz fallen, weil er mich ansonsten nämlich ausraubt. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Ich werde auch meine Waffe gar nicht erst ziehen, weil der wird mich mit einem Schlag killen. Also nicht killen, sondern direkt umhauen. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Langweiliger Kampf. Beim nächsten Schlecke mal einfach fünfmal zu. Und ich habe meine Waffe extra nicht gezogen, damit er mir quasi meine Waffe nicht klaut. Er hat ja nicht mal Erz dabei. Und deswegen hatte ich das Erz nicht dabei. Und ihn zu bekämpfen kann ich komplett vergessen, weil erstens mal, wir haben keine Rüstung. Also, wir haben zwar eine Rüstung, aber die ist nicht mal ansatzweise ausreichend. Er schlägt viel, viel schneller zu als ich. Und wir haben zwar 50 Stärke, allerdings kann ich es trotzdem vergessen, gegen ihn zu kämpfen. Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht aufstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Ach, und weil es nochmal 50 Erz for free waren, hab ich den halt einfach auch nochmal umgehauen. Und jetzt pennen wir nochmal eine Runde. Muss ich kein Zeug fressen. Und jetzt gehe ich mal das Amulett abgeben. Und ich schätze dann, mal gucken, wenn ich das Amulett abgegeben habe, werde ich mal, glaube ich, ins Sektenlager gehen. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Geh mir auf den Sack.